Mein Name ist Sascha Henrichs und ich arbeite hier bei Piranha Bytes und bin hier für den Levelbereich zuständig. Das heißt, ich arbeite an den Landschaften, an den Texturen der Landschaften, an den Objekten und auch an den Texturen derselben. Erstelle Pflanzen, erstelle Häuser, all dies zusammen und füge das auch hinterher zusammen dann zu einem Gesamtbild im Editor, wo dann alles zusammenkommt. Ich bin kein Botaniker. Das Material für die Pflanzen, wie die vielleicht aussehen könnten, holt man sich aus dem Internet. Ich habe hier mal eine Präsentation vorbereitet für die Erstellung einer Pflanze und wie sie dann hinterher in Max gebaut wird, texturiert wird und dann im Editor landet in der Landschaft. Das ist eine Skizze der Pflanze, die ich erstellt habe. Das soll eine Heilpflanze werden, die man hinterher im Spiel aufsammeln kann. Man kann die dann aufessen und dann heilt man eine gewisse Anzahl von Lebenspunkten seiner Figur. Dieses Teil sollte recht auffällig sein, da man sich in der Landschaft bewegt. Man hat viel mit Vegetation zu tun und diese Pflanzen sollen sich doch schon abheben von der Ambient-Vegetation, die doch so im Raum steht, mit der man eigentlich nicht viel anfangen kann. Also das ist das Programm 3D Studio Max. Damit wird hier im Haus gearbeitet, wenn es um 3D-Daten geht. Die Pflanze, die wir vorhin in dem anderen Programm gesehen haben, habe ich hier mal in drei Entwicklungsstadien, Baustadien zusammengestellt. Vielleicht ganz am Anfang das Ziel, wo es hingehen soll, das war die Pflanze. Das, was sich geändert hat, ist die Farbe der Blüten und vielleicht die Länge so ein bisschen. Aber man kann schon erkennen, dass es das sein soll. Der Weg dahin war folgendermaßen. Man arbeitet zunächst mit primitiven Formen wie Zylinder oder Flächen und arbeitet da seine Struktur heraus. Man kann einzelne Polygone anfassen oder Edges, die bewegen. Die bewegen und so kann man halt die Form der Pflanze im Endeffekt definieren. Ja. So. Diese Blätter sind dann alle von Hand gearbeitet und aus so einem primitiven, aus einer primitiven Form herausgearbeitet. In einem weiteren Entwicklungsstadium sieht die Pflanze dann so aus. Es sind Blätter dran gekommen, auch von Hand herausgearbeitet. Es sind noch keine Texturen drauf, die ganze Pflanze ist grün. Aber man kann schon erkennen, was es sein soll. Und im weiteren Verlauf werden dann auch Texturen draufgelegt. Die Texturen finden sich auf einem Bild. So ein Bild kann so aussehen. Und man kann hier zum Beispiel sehen, ich kann das mal einrahmen, das ist der Teil dieser großen Textur, der für die Blüten zum Beispiel verwendet wurde. Die Pflanze wird jetzt im Editor eingepflegt, also in unserer Entwicklungsumgebung. Das geht dann an Mario, der macht das alles, der pflegt die halt in die Entwicklungsumgebung ein und dann kann man sie hinterher benutzen im Spiel, man kann sie setzen. So, das ist der Editor. Wir sehen hier eine Landschaft von uns, man kann da sich frei bewegen. Da hinten sieht man schon ein paar Objekte, Bäume herumstehen. In diesem Teil der Landschaft wurde noch nichts gesetzt. So, wenn wir uns die kleine Pflanze mal herholen. So, jetzt habe ich mir die auf die Hand genommen und kann sie jetzt hier reinziehen. Da ist sie. So, und wenn ich jetzt lustig bin, kann ich sie hier überall setzen. In unserem Editor ist es allerdings auch möglich, aufgrund der Größe der Welt, gleich mehrere Objekte gleichzeitig zu setzen. Das sind dann Gruppenobjekte. Die muss man sich vorher zusammenbasteln, in einer Testwelt sozusagen. Aber wenn man das einmal getan hat, dann fällt es relativ leicht, größere Waldstücke in einem zu objektieren. Die Landschaft können wir nicht immer so bauen, wie wir lustig sind, sondern das ist ein
Prozess, der ganz am Anfang des Projektes stattgefunden hat, nämlich die Karte der Welt bauen, also die Karte der Welt festlegen. Also eigentlich bestimmt die Geschichte die Form der Landschaft. So könnte man das vielleicht sagen, weil die Geschichte benötigt auch Städte, Locations und vielleicht auch mal einen See oder sowas. Und das muss alles in die Karte mit einfließen. Befriedigende Momente sind immer dann, wenn man etwas macht, was cool aussieht. Hier sieht man zum Beispiel eine fertig objektierte Szene. So, und das Coole ist daran, die Leute gehen hier durch und sagen, boah, das sieht cool aus. Und das freut einen dann. Frustige Momente. Das passiert dann meist dann, wenn man immer dieselbe Arbeit macht über Wochen. Und das ist im Moment leider der Fall, die große Welt zu objektieren, auch wenn unsere Mechanismen schon sehr gut sind, sehr fortgeschritten sind mit dem Setzen der Objekte, ist die Welt auch immer noch so riesig, dass es super viel Arbeit ist. Und das ist immer dasselbe. Man setzt und setzt und setzt. Dann kommt der nächste Wald, dann kommt der nächste Weg. Dann kommt ein See, dann kommt der nächste Bauernhof. Und es ist immer dasselbe. Man hat immer mit Bäumen zu tun, immer mit Steinen, mit Farnen. Kombination Stein, Farn, Pilz. Kombination Baum, Pilz, Stein. Also es ist doch ein bisschen eintönig dann. Naja, aber es gibt, glaube ich, schlimmere Jobs.